9/11. Warum ignorieren Medien und Politik anerkannte physikalische Gesetze? An der Bundesautobahn 6 zwischen Heilbronn und Nürnberg liegt die Kochertalbrücke, die höchste Talbrücke Deutschlands. Ihre 178 Meter hohen Brückenpfeiler sind die höchsten aller Balkenbrücken weltweit. Stellen Sie sich nun folgendes Szenario vor. Ein Pkw, der unten an der Brücke vorbeifährt, kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen der Stützpfeiler der 1,1 Kilometer langen Brücke. Er gerät in Brand. Durch die Wucht des Aufpralls verbunden mit dem entstandenen Feuer bricht der Stützpfeiler komplett in sich zusammen. Dies lässt in einem Dominoeffekt auch die anderen Stützpfeiler mitsamt der kompletten Brückenkonstruktion einstürzen. Nicht möglich, werden Sie sich sagen. Stimmt, denn aufgrund anerkannter physikalischer Gesetzmäßigkeiten ist es nämlich völlig unmöglich, dass sich der fiktiv geschilderte Vorfall so ereignen könnte. Jeder Brückenkonstrukteur würde sofort darauf hinweisen, dass ein Brückenpfeiler von vornherein so konstruiert wird, dass er locker auch den Aufprall eines noch größeren Fahrzeugs standhalten würde. In gleicher Weise muss attestiert werden, dass diese 9/11-Terroranschläge wegen anerkannter physikalischer Gesetzmäßigkeiten niemals so stattgefunden haben können, wie es über die Massenmedien, über Fernsehen, Radio und Printmedien verbreitet wird. Verschiedene unzweifelhafte physikalische Gesetzmäßigkeiten überführen die Massenmedien vielmehr der permanenten Falschberichterstattung. Wir erinnern hier nur mal an 5. Erstens. Der Flugzeugbrennstoff Kerosin kann niemals so hohe Temperaturen erreichen, um massive Stahlträger, wie geschehen bei 9/11, zum Schmelzen zu bringen. Zweitens. Ein plötzlicher Einsturz in freiem Fall bis auf den Grundriss der Gebäude ist demnach bei Bränden niemals möglich. Drittens. Pyroklastische Wolken von hunderttausenden Tonnen pulverisierten Betons können laut Experten niemals durch Brände verursacht werden. Viertens. Die gewählte Stahlträgerkonstruktion war von vornherein so konzipiert, dass sie jedem Hurrikan und jedem Flugzeugeinschlag standhalten würde. Fünftens. Unmöglich kann ein asymmetrischer Einschlag einen symmetrischen Einsturz bewirken. Somit ist es mehr als offenkundig, dass die Erklärungen der US-Regierung im offiziellen Report zu 9/11 auf gar keinen Fall der Wahrheit entsprechen können. Deshalb drängt sich zwingend die Frage auf, wie ist es nun möglich, dass die sogenannten Qualitätsmedien diesen anerkannten physikalischen Gesetzmäßigkeiten zum Trotz beharrlich an der offiziellen Version von 19 arabischen Attentätern festhalten? Und wie ist es möglich, dass sie die von der US-Regierung propagierte absurde Theorie nie ernsthaft in Frage gestellt haben? Die Antwort auf diese entscheidende Frage ergibt sich aus einer eklatanten Nachrichtenpanne der britischen Rundfunkanstalt BBC. Dadurch wurde schlagartig klar, dass es ein Drehbuch für 9/11 gegeben haben muss und die BBC vom Verlauf der 9/11-Anschläge ganz offensichtlich ein Vorwissen hatte. Was war geschehen? Nachdem die beiden WTC-Türme am Vormittag des 11. September 2001 in sich zusammengefallen waren, kam es am Abend gegen 17.20 Uhr auch zum Einsturz des nahegelegenen 49 Stockwerk hohen World Trade Center Gebäudes Nummer 7, obwohl dieses von keinem Flugzeug getroffen worden war. In einer Live-Sendung meldete BBC London diesen Einsturz jedoch bereits um 16.55 Uhr. Während das Gebäude, wie im Hintergrund für jeden Zuschauer deutlich zu erkennen, noch stand. Solch ein Vorwissen konnte der Nachrichtensender jedoch nur von den wahren Drahtziehern bekommen haben, die für den Einsturz der WTC-Türme und dem WTC-7 verantwortlich waren. Falls es wirklich Flugzeugentführer gewesen wären, die die WTC-Türme zum Einsturz gebracht hätten, hätten diese nie im Voraus ahnen können, dass auch WTC-7 einstürzen würde. Man kommt also nicht um den Schluss herum, dass die US-Regierung als Urheber einer absurden Flugzeugentführertheorie und die westlichen Massenmedien seit nunmehr 17 Jahren unter einer Decke stecken müssen. Dies würde auch erklären, weshalb die Medien im Verbund mit der US-Regierungsstellen anerkannte physikalische Gesetzmäßigkeiten weiterhin in unfassbarer Sturheit ignorieren und leugnen. Wir schließen unsere Sendung mit einem treffenden Zitat des bekannten amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln. Dieser sagte, man kann einen Teil des Volkes die ganze Zeit täuschen und
das ganze Volk einen Teil der Zeit. Man kann aber nicht das ganze Volk über die ganze Zeit täuschen. Mein Name ist Daniele Ganser. Ich freue mich sehr, dass dieser Anlass heute stattfinden kann. Ich habe ihn nicht organisiert, sondern ich bin wie Sie einfach ein Gast, der sich das anhört. Ich freue mich sehr, dass Richard Gage von San Francisco hierher gekommen ist, weil wir in der Schweiz haben eigentlich keine Forschung zu 9/11. Sondern das, was wir machen, ist, wir schauen, was forschen die in den USA und dann übersetzen wir das vom Englischen ins Deutsche. Und ich habe mich sehr an dieser Forschung von Richard Gage orientiert über die letzten 12 Jahre, ja, würde ich mal sagen. Und ich kann einfach sagen, von meiner Seite, es ist sehr, sehr schwierig in der Schweiz überhaupt über 9/11 zu sprechen, öffentlich. Es fällt eigentlich immer sofort das Wort Verschwörungstheorie oder Verschwörungstheoretiker. Das ist das Haupthindernis. Es liegt nicht so sehr bei den Fakten. Wer sich mal auf die Fakten einlässt, wird sehr schnell sehen, dass es eine neue Untersuchung braucht und dass die Geschichte, wie man sie uns erzählt hat, nicht schlüssig ist. Aber die Leute haben Angst. Angst, dass sie Verschwörungstheoretiker genannt werden, Angst, dass sie ihr Geld verlieren, Angst, dass sie in der Zeitung angegriffen werden oder sogar im Schweizer Fernsehen. Das kann auch passieren. Und darum, glaube ich, ist 9/11 wie eine Übung. Ja? Und zwar eine Übung nicht so sehr, ob man scharf nachdenken kann, sondern ob man seine Angst überwinden kann. Das ist so meine These, die ich jetzt seit vielen Jahren auch praktisch prüfe. Und es geht. Ja? Also das ist eigentlich das, was ich Ihnen sagen möchte. Man kann über 9/11 sprechen, dann wird man angegriffen, man hat Probleme, aber das Leben geht weiter, ja, das ist empirisch bewiesen. Man stirbt nicht, wenn man in diese Diskussion eintritt. Jetzt würde ich noch 2-3 Worte auf Englisch sagen. Richard, ich möchte dir danken für deine exzellente Forschung. Ich habe auch gerade hier dem Publikum gesagt, dass in der Schweiz wir nicht viel Forschung haben über 9/11. Das Wesentliche, was wir tun, ist, wir schauen auf euch, was ihr macht auf der anderen Seite des Atlantik, und wir sind sehr beeindruckt von all diesen Einzelheiten. Wir würden ja gar nichts wissen von Säule 79 und all diesen Einzelheiten. Also es ist sehr wichtig, was Sie tun, und die Leute, die hier sind, sind alle schon sicherlich gut informiert, aber wir freuen uns, dass wir Menschen haben, die aufstehen. Ja, und ich hoffe, dass es eine internationale Friedensbewegung gibt. Menschen in den USA, Menschen in der Schweiz, und ich höre, dass Sie in Belgien und in den Niederlanden auch gesprochen haben, denn es ist wirklich ein Thema, das viele Menschen berührt in aller Welt. Das ist nicht nur Amerika und die Schweiz. Also nochmal ein herzliches Willkommen an Sie, Richard, und vielen Dank für Ihre Arbeit. Danke. 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 Gute Nacht. Das ist es. Das ist alles, was Sie an Deutsch von mir heute bekommen werden. Aber es ist wirklich wichtig, was wir hier tun. Ich möchte Ihnen gerne etwas über Gebäude zeigen und über Wissenschaft. Aber die Fragen, die wir aufwerfen, sind weit darüber hinaus, gehen weit über Gebäude und Wissenschaft hinaus. Sie erschüttern die Wurzeln des Fundaments unserer Gesellschaft in den Vereinigten Staaten und auch hier in der Schweiz. Das Establishment, Regierung, die Medien, das Bankensystem möchten sich nicht mit den Fragen auseinandersetzen, die wir hier aufwerfen werden. Und ihre Freunde, Familie, die Kollegen, viele von ihnen möchten sich nicht damit auseinandersetzen. Wie viele können das verifizieren? Wie viele haben schon zu Ihnen gesprochen darüber? Es ist sehr schwierig. Das ist die unbequeme Wahrheit über 9/11, die wir hier heute ansprechen wollen.
Und ich möchte nicht spekulieren über die tieferen Fragen. Aber es sind solche Menschen hier, die da sehr viel Forschung betrieben haben, die mir helfen können, einige dieser Dinge zu beantworten. Wir sind nicht naiv, die Architekten und Ingenieure für die 9/11-Wahrheit. Im Zusammenhang mit den Auswirkungen dieser Beweise, die wir hier bringen. Aber wir bleiben bei der Wissenschaft. Denn das ist, wo unsere Glaubwürdigkeit ist. Aber danach möchte ich Sie fragen und Sie bitten, den nächsten Schritt zu unternehmen. Und das ist viel schwieriger. Ihre Aufgabe ist viel schwieriger als meine. Vertrauen Sie mir da. Denn wir werden ganz einfach anfangen. Und dann werde ich Sie etwas tiefer mit hineinnehmen. Und das wird Sie dann mit einigen sehr unbequemen Dingen zurücklassen, die Sie in Ihrem persönlichen Leben dann beantworten müssen, in Ihrem, vielleicht in Ihrem professionellen Leben, in Ihrem Denken. Denn diese Fragen, die zwingen uns, dass wir uns fragen, in was für einer Welt lebe ich? Wer kontrolliert die Dinge in unserer Gesellschaft? Wie kann ich mit diesen Informationen umgehen? Das ist der schwierige Teil. Jetzt ist der einfache Teil. Wie viele haben gehört, dass es einen dritten Turm gab, 9/11, der runtergekommen ist? Wie viele von Ihnen wussten es nicht, dass es einen dritten Tower, einen dritten Turm gab, der runtergekommen ist? Eins, zwei, drei? Okay. Lassen Sie mich eine einfachere Frage stellen. Ich möchte drei Fragen stellen. Wie viele von Ihnen sind einverstanden mit der offiziellen Sicht auf 9/11? Wer ist nicht so ganz sicher? Und wer von Ihnen hat sich schon die Beweise angeguckt, die wir präsentieren, und ist davon überzeugt? Also als erstes die offizielle Story. Die Flugzeuge gehen in den Turm, der Turm brennt, fällt um wegen des Feuers in den Flugzeugen. Wer glaubt, dass das, was unsere Regierung und die Medien sagen, dass das stimmt? Wer glaubt diese offizielle Sichtweise? Das muss doch mehr als einer sein. Zwei, drei. Vier. Wie viele sind unsicher, haben ein paar Sachen gehört und sind hier, um das mal auszuchecken? 8, 9, 10, 11, 11, 12, 14, 15. Wie viele sind gekommen und haben sich schon die Beweise angeguckt und sind zu dem Schluss gekommen, dass es eine neue Untersuchung braucht? So viele. Warum haben Sie nicht Ihre Freunde mitgebracht? Ah, Sie haben keine Freunde mehr. Sie sind ja wie ich, haben ein paar Freunde verloren auf dem Weg. Das verändert Dinge. Wenn ich mit Ingenieuren und Architekten spreche, sage ich, wussten Sie, dass ein dritter Turm runtergekommen ist? Und die meisten sagen, nee, worüber reden Sie? Ich weiß von den Zwillingstürmen. Aber das ist das drittgrößte bautechnische Versagen in der modernen Geschichte. Aber die meisten Architekten und Ingenieure, die wissen nichts darüber. Das sollte das am meisten studierte Missgeschick sein, das Problem sein, überhaupt. Das ist diese große Lücke. Das amerikanische Institut von Architekten, wo ich ein Mitglied bin, da gibt es 80.000 Mitglieder, die meisten wissen nichts darüber. Die meisten wurden nicht berichtet, nicht informiert über das drittgrößte bautechnische Versagen. Kein Flugzeug ist in dieses Gebäude geflogen. 47 Stockwerke hoch. Zumindest haben wir 2.900 Architekten und Ingenieure überall auf der Welt. Wie viele Architekten sind hier? Wie viele Architekten? 2, 3, 4, 5. Wie viele Ingenieure? Yay, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 14. Wow. Wie viele normale Menschen? Okay. Ah, jetzt fühle ich mich besser. Also 2.900 Architekten und Ingenieure, die verlangen eine neue Untersuchung. Warum? Weil sie herausgefunden haben, etwas über diesen dritten Turm. Ein 47-stöckiger Wolkenkratzer, eines der größten Gebäude in den meisten Staaten, der stand im Schatten der Zwillingstürme, die die größten Türme waren, damals in den 70ern, als sie gebaut wurden.
dass dieses Gebäude, es gehört zu diesem Komplex, der World Trade Center Komplex, der Larry Silverstein gehört, der das 1986 entwickelt hat. Und dann 6 Wochen vor 9/11 hat er den Rest gekauft, dieses Komplexes, in einem Deal, der 6 Wochen vor 9/11 über die Bühne ging. Sehr, sehr interessante Fakten, die das umgeben. Und ganz, ganz viel Versicherung gegen Terroristen da reingebracht. Aber das ist nur eine Seiteninformation. Wir wollen darüber sprechen, was ist passiert am Nachmittag, nachdem die Twin Tower, die Zwillingstürme zusammengebrochen sind. Am Nachmittag kommt das Ding auch runter. Ich möchte Ihnen das zeigen. Das hat jeden überrascht, also nicht jeden, manche wussten Bescheid. Aber was hat dieses Gebäude zum Einstürzen gebracht? Die offizielle Geschichte von Shyam Sunder, dem leitenden Ingenieur des NIST-Berichtes, ist, NIST ist das Nationale Institut für Standards und Technologie, der beauftragt wurde vom Kongress, das alles zu erklären, diese 3 Zusammenstürze. Also es ist wichtig zu wissen, die 9/11-Kommission war schon beauftragt, alles im Zusammenhang mit 9/11 zu erklären. Aber da war kein Wort über den Zusammensturz dieses dritten Turms. Was hat Shyam Sunder gesagt? Was wir fanden, war, dass unkontrollierte Gebäudebrände ein außergewöhnliches Ereignis verursachten. Der Zusammenbruch von WTC-7 war in erster Linie auf Feuer zurückzuführen. Hauptsächlich wegen des Feuers, okay. Also hier beginnt die Geschichte interessant zu werden. Denn das sind die schlimmsten Feuer, von denen wir hier fotografische Beweise haben oder Videobeweise. So, diese Feuer haben das Gebäude zum Einsturz gebracht. Interessant. Das Problem ist, dass diese Feuer schon aus waren, eine Stunde bevor, also in dem Bereich, wo NIST seine Untersuchungen darauf fokussiert. Eine Stunde bevor das Gebäude eingestürzt ist, dieses Penthouse, dieses Ost-Penthouse ist 6 Sekunden vor dem Rest des Gebäudes eingestürzt. Und sie haben also sich Säule 79 angeschaut. Das ist diese Säule 79. Was die offizielle Geschichte sagt über dieses, ist, dass diese Träger, die so weit überspannende Träger sind, dass sie sich durch die Hitze, dass der Träger sich aus dem Auflager geschoben hat, dieser Träger 79, und hat dann erlaubt, dass das Etage 13 auf 12 fällt, auf 11 und so weiter, das Ganze, als eben dann Säule 79 nicht mehr gehalten werden kann und schlussendlich einknickt. Und wir haben diesen Einsturz, der setzt sich seitlich über die Fußballfeldgroße Breite des Gebäudes setzt sich das weiter fort. 10 oder 15 Sekunden dauert das dann nur. Und dann kommt diese Hülle runter, so wie wir es gesehen haben. Nein, da kann nichts von irgendwie wahr sein. Da gibt es 20 Gründe, warum. Der erste ist, die Träger sind feuerfest. Die können sich nicht thermal ausdehnen. Die können sich vielleicht ein bisschen durchhängen, durchbiegen. NIST hat die ganze Hitze an ihrem Computermodell für nur 1,5 Sekunden darauf einwirken lassen. Und das zwingt sie dann, sich auszuweiten, um nicht durchzuhängen. Und wenn sie sich ausweiten, was passiert dann? Dann gehen diese Träger aus der Verankerung. Aber diese Boden, dieser Träger ist zur Bodenplatte verankert mit reinen Bolzen. Und das kann nicht mal rutschen. Dieser Träger sitzt auf einer Verankerung, die ist 12 Zoll weit. Die sagen, das ist 11 Zoll weit, aber das muss dann nur 5 Zoll runtergedrückt werden. Aber die Flansch fällt herunter. Nichts davon kann passiert sein, denn es ist eine Versteifung hier. Das ist ein technischer Punkt. Das zeigt, dass die Theorie über die Auslösung von NIST, das kann nicht passiert sein. Aber was sie sagen ist,
dass die aufeinanderfallen, aber das kann nicht passiert sein, denn dieser Träger, der kann nicht runterfallen. Aber lass mal sagen, dass das passiert hat und dann fällt dieser Träger runter, das müsste 10-mal so viel Gewicht und Kraft brauchen, dass es dann wie so einen pfannkuchenartigen Einsturz auslöst. Das kann nicht passiert sein. Aber wenn das passiert wäre, wenn wir dieses ganze kaskadierenden Einsturz, wenn wir den hätten, dann müsste diese äußere Stahlskelettstruktur, die würde zusammengedrückt wie eine Bierdose. So müsste man massives Zerbrechen dieser äußeren Granitplatten haben, aber da haben wir nichts von gesehen. Die Fenster müssten geberstet sein. Aber diese Feuer, die sind aus. Das muss man auch sagen, es gab keine thermale Expansion in diesem Bereich, weil die waren aus, schon seit über einer Stunde, bevor dieses Gebäude eingestürzt ist. Feuer haben noch nie einen Wolkenkratzer zum Einsturz gebracht vor 9/11. Nicht in Los Angeles, wo es 3,5 Stunden über 5 Stockwerke gebrannt hat. Oder in Philadelphia 18 Stunden auf 8 Stockwerken. Caracas, Venezuela 17 Stunden auf 26 Stockwerken. Aber was ein Gebäude zum Einsturz bringen kann, lass uns mal unsere kritisch denken Mützen aufsetzen. Eine Möglichkeit ist eine kontrollierte Sprengung. Es ist möglich. Es wurden Hunderte oder über Hunderte von Wolkenkratzern schon auf diese Weise zum Einsturz gebracht. Durch vorher angebrachte Sprengsätze an allen Säulen und Trägerverbindungen im Gebäude. Und dann wurden sie auf sehr präzise Weise zum Einsturz gebracht. Das ist eine sehr effektive Art und Weise, diese Säulen-Trägerverbindungen zu zerbrechen und dann die Aufräumarbeiten sehr effizient zu gestalten. Es gibt eine Reihe von Merkmalen, die man in Verbindung bringt mit kontrollierten Sprengungen. Lassen Sie uns schauen, ob das Gebäude 7 solche erfüllt. Ist da zum Beispiel ein plötzlicher Beginn der Zerstörung des Gebäudes an der Basis der Struktur? Hier ist Dan Rather, der uns etwas erzählt auf CBS. Nun, jetzt zeigen wir euch ein Video vom eigentlichen Zusammenbruch des Gebäudes. On the video, volume. Unfassbar, verrückt. Das dritte Mal heute erinnert es an jene Bilder, die wir alle schon zu oft gesehen haben. Ein Gebäude, das geplant von gut platziertem Dynamit zerstört wurde. Das ist Dan Rather, der hier seine Intuition benutzt, um zu versuchen zu verstehen, was da passiert. Wir haben alle gesehen, diese alten Hotels in Las Vegas und überall auf der Welt, die sind runtergebracht worden. Aber wir haben noch nie gehört, wie Dan darüber spricht und wie dieses Gebäude runtergekommen ist. Es gibt 2-3 Ausnahmen auf Mainstream-Medien. Warum ist das so? Die Architekten und Ingenieure, die sind darüber nicht informiert. Die Medien erzählen nicht die Wahrheit. Warum ist das ein Geheimnis oder was? Was passiert hier? Okay, jetzt das Merkmal Nummer 2. Haben wir einen geradewegs nach unten gerichteten Einsturz in die Grundfläche des Gebäudes? Hier ziemlich geradewegs herunter, sehr symmetrisch. Das eigentliche Penthouse, das Hauptpenthouse oben, das fällt einfach in einer halben Sekunde vor diesem grundsätzlichen Einsturz. Was heißt das? Dass die Struktur, die komplette Kernstruktur um die Fahrstuhlschächte, die ist irgendwie entfernt worden. Das ist die einzige Möglichkeit, dass die Struktur oben dann auch so eine halbe Sekunde früher einstürzen kann. Das widerspricht völlig der offiziellen Geschichte dieses Zusammensturzes, dass dann irgendwie auf der linken Seite startet und dann nach rechts geht in 15 Sekunden. Das ergibt keinen Sinn. Auch da nicht. Und das Gebäude fällt in seinen eigenen Grundriss zusammen. Und dann in einem Haufen 4 oder 6 Stockwerke hoch. Lassen Sie uns das vergleichen, das Gebäude 7 hier auf der linken Seite, mit einer Serie von bekannten kontrollierten Sprengungen auf der rechten Seite. Ist da irgendeine Vergleichbarkeit?
Ist da genug Vergleichbarkeit, um eine Untersuchung zu gewährleisten auf einen möglichen Sprengstoffeinsatz hin, weil es genauso aussieht wie eine Sprengung, auch weil Feuer noch nie einen Wolkenkratzer heruntergebracht hat? Sollte es nicht das erste, wenn vielleicht sogar die einzige Hypothese sein von NIST, die Sie anschauen, als irgendwie das abzuwälzen auf einen Haufen häufig gestellter Fragen von der Öffentlichkeit, wo man dann sagt, die wurden ein Jahr danach veröffentlicht und hat man gesagt, nein, das war keine Sprengung, nein, das könnte ja nicht sein. Wir hätten einen lauten Knall gehört. Wir werden noch einen lauten Knall hören. Nummer 3. Wie bringt man ein Gebäude herunter, mitten in seinen eigenen Fußabdruck, in seinen Grundriss hinein? Wir müssten alle 80 Säulen rausnehmen. Und die müsste man alle rausnehmen. Oder das Gebäude würde irgendwie überfallen in eine Richtung. Irgendeine Veränderung in diesem Pattern würde die Symmetrie wegnehmen. Aber diese kleinen paar verstreuten Feuer sollen das Feuer symmetrisch heruntergebracht, also das Gebäude symmetrisch heruntergebracht haben. Wie schnell? Das ist eine komplett andere Frage. David Chandler, ein Mathelehrer, der zeigt auf, dass es in der Freifallbeschleunigung herunterkommt. Was soll das heißen? Wenn ich hier diese Brille hier runterschmeiße. Ich hoffe, ich fange das aus. Dann sehen Sie, was freier Fall bedeutet. Ist das gleiche hier in Zürich, wie das in den Vereinigten Staaten ist. Die Gesetze der Physik, die gelten hier auch. Kein Widerstand und drunter. 40.000 Tonnen Widerstand, das ist, was Statiker tun. Sie machen 3 bis 4 Mal so viel Widerstand, wie man braucht, damit das Gebäude nicht einfällt. Aber wo ist dieses statische System hin? Das ist wie, es sieht so aus, als ob es, das ist freier Fall, wenn man sich das hier anschaut. Trifft die Freifallkurve ganz genau. Das ist wie wenn 8 Stockwerke herausgenommen sind aus dem Boden des Gebäudes, um das überhaupt zu erlauben, dass es so schnell runterfällt. Was ist passiert mit diesen 8 Stockwerken? Wir werden da hinkommen, weil die sind völlig zerstückelt. Merkmal Nummer 5. Ein 47 Stockwerke hoher Wolkenkratzer. Stahlrahmenkonstruktion, wo die einzelnen Säulen und Trägerelemente fest miteinander verschweißt sind. Die meisten davon. Aber die brechen zusammen wie ein Kartenhaus. Gebäude, die aufgrund von natürlichen Zusammenhängen einstürzen, wie Erdbeben oder so, die brechen nicht in ihre einzelnen Säulen und Trägerelemente zusammen. Das kann man hier erkennen, das Gebäude unten hier. Und übrigens, der Beton, der wird nicht pulverisiert in so ein Pulver. Das ist eine Sache, die wir uns noch angucken müssen. Gibt es Geräusche von Explosionen, die gehört oder gesehen wurden von Zeugen? Shyam Sunder sagt, nein. Er sagt, nein, keine Zeugen für Explosionen. Keine Zeugen? Lassen Sie uns ein paar anhören. Hier ist Kevin McPadden, ein ehemaliger Luftwaffensanitäter. Und dann waren es noch 2 oder 3 Sekunden. Du hast Explosionen gehört, wie Boom. Es war wie ein deutlicher Klang, nicht wie ein Druck, wie Boom, Boom, Boom. Wie Böden, die fielen und zusammenbrachen. Das war ein Boom, als ob du ein Grollen im Boden gespürt hast, als ob du dich an etwas festhalten wolltest. Für mich war das ganz klar eine Explosion. Ich habe keinen Zweifel daran. Boom, boom, boom. Ich wusste, dass das Explosionen waren. Wie ist es mit diesem Herrn hier, Barry Jennings, der zusammen mit dem Anwalt des Bürgermeisters Giuliani, Michael Haas, im Gebäude feststeckten, weil sie nicht realisiert hatten, dass es evakuiert worden war, nachdem die Flugzeuge die Türme getroffen hatten, bevor sie runtergefallen waren. Das ist ihre Erfahrung. Wir kamen in den 8. Stock. Wir gingen auf die eine Seite des Gebäudes. Dann war das Geräusch weg. Wir haben es dann ins Treppenhaus geschafft. Wir haben es dann runter in den 6. Stock geschafft. Dann zurück in den 8. Stock. Was war das Geräusch? Wie ein Boom. Wie eine Explosion.
Mehr als eine? Ja. Wir gehen die Treppe herunter in den 8. Stock. Große Explosion. Dann gehen wir in den 8. Stock und dann gehen wir raus. Ein Polizist kommt zu mir und sagt, Sie müssen rennen. Wir haben mehr Informationen über Bomben. Sie müssen rennen. Informationen über Bomben? Worüber reden die hier? Vom FBI. Vielleicht reden sie über das hier. Ja, hier ist einer der Typen, der dir sagt, ich bin okay. Willst du deine Mutter anrufen? NIST sagt, dies sind die Geräusche von einem Boden, der auf den anderen Boden knallt. Nein, keiner dieser Zeugen, Sie werden Hunderte hören, niemand von denen ist in dem End-Report vorgekommen. Was ist mit den Experten? Hier ist Danny Joinko, einer aus Holland, einer der europäischen Top-Experten für kontrollierte Sprengungen. Danny Joinko ist einer der Experten in Europa. Was hat er gesagt? Dies ist eine kontrollierte Sprengung. Bist du sicher? Absolut, es wurde gesprengt. Das war ein bestellter Job. Ein Expertenteam hat das getan. Wow. Wir haben diese Art von Meinung nicht von unseren Experten kontrollierter Sprengung, denn die meisten davon sind von der Regierung finanziert. Sie sind nicht in der Lage, objektiv zu sein und Meinungen zu präsentieren, die frei sind von Finanzierung. Wir haben 2900 Architekten und Ingenieure und über 100 Statiker wie Tuamala Bay, die sagen, Versagen in einem Stahlkonstruktionsgebäude wie WTC-7 zu lokalisieren, kann kein katastrophalen Einsturz wie ein Kartenhaus mit gleichzeitiger Schachbrettmusterartigen in einigen Säulen und Schlüsselpositionen im Gebäude hervorrufen. Das ist eine konservative Aussage für, das Ding wurde gesprengt. Vorherwissen, was ist mit diesen mysteriösen Konstruktionsarbeitern, die weglaufen von Gebäude 7, die diese Explosion hören, über die Schulter, gucken direkt in die CNN-Kamera und sagen dies? Behalte dieses Gebäude im Auge, es fällt gleich zusammen. Das Gebäude wird in die Luft gehen. Kommen Sie zurück. Okay, Jungs. Kommen Sie zurück. Das Gebäude wird in die Luft gehen. Brände, Trümmer kommen herunter. Was? Das Gebäude ist kurz davor, hochzufliegen? Flammen und Geröll kommen runter? Woher wissen die das? Kann Feuer Gebäude hochgehen lassen? Hier ist Kevin McPatton. Wir haben schon von ihm gehört über Explosionen bevor. Er ist zurückgegangen mit anderen, 6 Blocks entfernt von Gebäude 7 mit dem gelben Band. Er hört zu einem Funkgerät zu, das in der Hand eines Roten Kreuzarbeiters ist. In den letzten paar Sekunden hat er die Hände weggenommen. Man hat gehört, 3, 2, 1. Bringen Feuer Gebäude runter im Countdown? Das ist doch interessanter jetzt. Besonders wenn man BBC sieht, die den Zusammensturz 20 Minuten bevor es passiert ist, ankündigt. Das ist doch komisch. Sie entschuldigen sich für diesen Fehler und sagen, die verwirrenden Events des Tages. Macht das die jetzt übersinnlich? Was geht denn hier vor sich? Wir haben einige Schlüsselcharakteristiken gezeigt, die eine kontrollierten Sprengung begleiten. Feuer macht diese Dinge nicht, es erfüllt diese Merkmale nicht. Wir glauben, dass das beweist, dass es kontrollierte Sprengung gab. Und deswegen haben wir 2900 Architekten, die eine neue Untersuchung verlangen. Deswegen haben wir Professor Halsey, einen der top-forensischen Bauingenieure, angesprochen. Und der Universität von Alaska haben wir gefragt, eine 3 Jahre, 300.000 Dollar Studie durchzunehmen. Eine endgültige Elementenanalyse mit dem Computer. Das ist, was der Kongress NIST eigentlich gesagt haben, das die aber nicht gemacht haben, wie sie es schon gesehen haben. Das läuft jetzt, dass es die Aufgabe ist,
zu bestimmen, ob Feuer so ein Gebäude herunterbringen kann. Und es ist aber schon klar, kategorisch, Feuer kann so ein Gebäude nicht heruntergebracht haben. Der Entwurfsbericht kommt raus in diesem Sommer. Wir sind schon ganz aufgeregt. Wir wollen das jedem Statiker zeigen, jedem Architekten im Land zeigen und überall auf der Welt. Wir sind sehr, sehr aufgeregt. Das ist ein aufregender Moment. Wir haben schon 200.000 von diesen $300.000 zusammen für diese Studie. Wir müssen sie vervollständigen. Wir müssen noch drei vierteljährliche Zahlungen machen, und dass das dann wirklich fertig ist, dass das dann herausgegeben werden kann. Der Dekan der Universität, der unterstützt das von ganzem Herzen. Es ist nicht, dass da irgendeine Einmischung oder Störung durch die Universitätsverwaltung ist, weil es da staatliche Finanzierung gäbe. Das ist nicht so. Es ist freies Segeln für uns. Wir müssen das unterstützen. Wir wollen alle Menschen auf der ganzen Welt bitten, das zu unterstützen, damit diese Studie fertig wird. Bitte, wenn Sie irgendjemanden kennen, der uns helfen kann, das finanziell, das ist ein ganz wichtiger Aufwand. Und diese Architektur, diese Software- und Computereingabedaten ist offen. Es ist nicht wie bei NIST. NIST hat die Sachen versteckt, diese Computereingabedaten. Wir, die Architekten und Ingenieure für 9/11-Wahrheit, wir sind zu NIST gegangen und haben gesagt, hey, warum versteckt ihr eure Computereingabedaten? Die haben zurückgeschrieben und gesagt, nein, das können wir ihr nicht geben, denn das gefährdet die öffentliche Sicherheit. Warte mal, ist das nicht so, dass es die öffentliche Sicherheit gefährdet, wenn all diese Informationen uns nicht zur Verfügung gestellt werden, uns Architekten und Ingenieuren, die wir doch dazu die Aufgabe haben, sicherzustellen, dass die Menschen in Gebäuden sicher sind, dass sie nicht einfach von einem kleinen Feuer zusammenstürzen können im freien Fall, dann haben wir doch hunderte von Wolkenkratzern überall in unserem Land und auf der Welt, die dieses selbe Problem haben könnten, dass die einfach zusammenstürzen wegen einem kleinen Feuer? Keine Antwort. Das ist ein großes Problem. Und ja, NIST hat Vorschläge gemacht für statische Veränderungen, aber keiner von diesen Vorschlägen wurden durch die internationale Bauaufsichtskonferenz in die internationale Bauordnung aufgenommen. Nicht eine. Wir machen das immer noch genauso, wir bauen immer noch die Wolkenkratzer so. Das ist ein Problem. So, ja, unterstützen Sie uns. Was ist mit den Zwillingstürmen? Wenn es sich herausgestellt hat, dass Gebäude 7 eine kontrollierte Sprengung war, was ist dann mit... Dann ist das Teil des 9/11-Ereignisses, diese Verschwörung, 19 fundamentalistische Hijacker, die eine Flugzeugentführung machen in der offiziellen Geschichte, die dann diesen Türme zum Einstürzen bringen. Aber Gebäude 7 wurde nicht vom Flugzeug getroffen. Was geht hier vor sich? Dann entfalten sich diese Fragen sehr, sehr rasch. Wir starten mit einem Modell. Wir gucken mal, ob auch diese Merkmale von kontrollierten Sprengungen auch mit den Twin Towers, mit den Zwillingstürmen was zu tun haben könnten. Aber beim Aufprall der Düsenjets, warum? Das sind irreführende kontrollierte Sprengungen, wie Sie das sicherlich auch nachher sehen werden, da bin ich sicher. Es ist eine Magieshow. Unsere Aufmerksamkeit, die ist zu den Flugzeugen hingezogen und zu diesen großen Explosionen des Treibstoffs. Aber sogar, das ist klar, 90% sind außerhalb des Gebäudes verbrannt. Das meiste war schnell vergangen. Das Gebäude stürzt dann für eine Stunde lang noch nicht zusammen. Das ist nur ein Bürobrand. Das ist, was hier genannt wird, dass es verantwortlich ist, dieses Gebäude runtergebracht zu haben. Menschen setzen das gleich, die
die Flugzeuge und den Treibstoff mit dem Einsturz des Gebäudes? Also gibt es einen plötzlichen Beginn der Zerstörung mit dem Eintreffen der Flugzeuge? Wir gucken uns mal den Nordturm an. Der steht da, alles in Ordnung, und plötzlich fällt er einfach runter. Kein Ruck, kein Zögern, kein Aufprall. In der ganzen offiziellen Geschichte, die basiert auf ein Aufprall, ein Ruck, ein Zögern. Die Basalttheorie der Chicago Northwest Universität in einem sehr, sehr komplexen Papier, das 2 Tage nach 9/11 herausgekommen ist, die lassen weg diese ganze Geschichte mit den Flugzeugen, die dann beim Nordturm 15 Stockwerke von oben sind runtergefallen auf die anderen, und dann haben sie das Gebäude zerdrückt. Aber was ist mit dem Südturm? Der steht und dann kein Ruck, kein Zögern, kein Aufprall, und es kommt einfach plötzlich runter. Ja, ganz plötzlicher Einfluss, ganz plötzlicher Aufprall. Wie ist das mit Explosionen, die von Zeugen gehört wurden, und Lichtblitzen, die gesehen wurden? Erst im August 2005 lernten wir, dass da 118 Feuerwehrleute waren, die aufgenommen wurden, wörtlich. Und dann gibt es Transkripte von diesen Aufnahmen. Und da waren 500 insgesamt. 118 von ihnen wurden untersucht von Professor Graham McKean aus Kanada. Sie haben Lichtblitze und das Geräusch von Explosionen gehört. Das war eine vom Gericht beauftragte Untersuchung. Hier sind manche von ihnen. Wir haben den Boden, wir haben ihn wackeln gesehen, und dann kam er erst runter. Immer wieder. Diese Zeugen, das hört man jetzt. Das ist eine Sequenz, die sehr, sehr wichtig ist. Sie hören etwas, sie sehen etwas, sie fühlen etwas, und dann kommt das Gebäude herunter. Es ist nicht, das Gebäude kommt runter und dann erzeugt das erst diesen Lärm und so. Es hörte sich an wie ein Zug, der unter meinen Füßen ist. Das nächste, was wir wissen, ist, wir gucken hoch und dann explodiert dieser Turm. Das hat meine Knochen erschüttert. Kurz davor, kurz bevor diese runtergekommen sind, da hat es gewackelt. Ein schrecklicher Lärm, und dann kommt es runter. Worüber reden die? Der Nordturm. Auf der rechten Seite. Und eine kontrollierte Sprengung auf der linken. Ist es ähnlich, oder? Ist da genug Ähnlichkeit, dass man eine Untersuchung anregt, dass es möglich ist, dass es eine Sprengung war? Besonders weil Feuer, der offizielle Grund dieses Kollapses, hat noch nie einen Wolkenkratzer zum Einsturz gebracht. Oh, hier war aber ein Flugzeugeinsturz. Der Flugzeugaufprall, der ist fast irrelevant. Es kommt darauf an, mit wem man spricht. Aber es ist das Feuer, wie wir das sehen werden. Schon mal eine professionelle Sprengung gesehen, wo sie so überall zünden und du hörst es pam, pam? Als ich dieses verdammte Geräusch gehört habe, das ist, als ich gesehen habe, wie das Gebäude runterkommt. Was ist mit dem Südturm? Eine bekannte kontrollierte Sprengung. Ist da eine Ähnlichkeit genug, um eine Untersuchung machen, dass vielleicht Sprengstoff benutzt wurde? Ich dachte, Terroristen, die Explosionsstoffe gemacht haben. Das ist sehr spezifische Augenzeugen, der hier vor einem Gerichtsprozess aussagen könnte. Ja, es kam runter, Stockwerk für Stockwerk. Es war so, als hätten sie es gesprengt. Ja. Flammen, die das Gebäude bis runter zum Boden kamen. Wie diese Herren und die anderen 118, habe ich leider keine Zeit, Ihnen das zu zeigen. NIST sagt, dieser obere Block mit den 15 Stockwerken, der hat auf das andere Gebäude einfach draufgedrückt und die runtergedrückt und dann sich selbst zerstört. Aber wir gucken uns das nochmal sehr genau an. Als erstes, da geht überhaupt nichts runter. Es zerstört sich erstmal selbst, bevor es dann runtergeht. In den ersten 4 Sekunden geht diese höhere Sektion
die ist aufgelöst. Was sagt Massimo Mazzucco, der Autor von 9/11 New Pearl Harbor? Etwas von dieser Art sollten wir gesehen haben, als die oberen Teile des Turms auf die unteren stürzten. Der obere und der untere Abschnitt sollten sich gegenseitig zerstört haben, bis die gesamte Energie verbraucht war und das System zur Ruhe kommt. Alternativ, wie in diesem Experiment mit zwei Türmen aus Schnee gezeigt, könnte der obere Abschnitt nach dem anfänglichen Einsturz zur Seite gefallen sein. Was nicht passiert sein kann, ist Folgendes. Kleine winzige Brocken des Gebäudes können unmöglich herunterfallen und die gesamte Struktur darunter zertrümmern. Es ist so ein einfaches Grundkonzept. Bei Architekten und Ingenieuren sind wir erstaunt, dass es von NIST total ignoriert wird. Das ist Highschool-Physik und unsere ganze Gesellschaft wird dazu gebracht zu glauben, dass diese fundamentalen Gesetze der Physik, das Herz der Wissenschaft, nicht mehr gelten. Aber sie tun es, wie Sie das gesehen haben, in unserer kleinen Physikstunde hier. Tony Zambodi, Richard Johns und andere haben gegengelesen und begutachtete Sachen herausgebracht, Papiere in dem internationalen Journal über Schutzstrukturen. Und wir kriegen das hinaus, wir bringen das hinaus. Auch die Halsey-Studie über Gebäude 7, sie wird auch publiziert werden. Wir wollen die Architekten-Community erwecken dort. Ich persönlich denke, es ist sehr klar, wo auf irgendeinem der Fotos oder Videos sehen wir eine Gebäudesektion, die den Rest des Gebäudes runtertreibt. Es ist nicht da. Es ist in keinem der Fotos. Es ist weg, wie Sie gesehen haben. Es ist vorher schon in den ersten 4 Sekunden zerstört worden. Es sieht mehr aus wie eine vulkanische Eruption im Tongaischen Meer 2009 mit bogenförmigen Wimpeln irgendwie, strukturell Stiel, also Stahl Sachen, die dort fliegen und geometrisches Feuerwerk. Nummer 3, gibt es eine symmetrische Progression nach unten? Ja, das ist 200 Fuß groß. Während es runtergeht, es ist nicht wie Gebäude Nummer 7, diese klassische Implosion, es ist etwas anderes, was hier abgeht. Du kannst die Symmetrie sehen. Kleinen Moment. Die Flugzeuge haben eine asymmetrische Zerstörung gemacht, die Feuer auch asymmetrisch. Beim Südturm, das fällt zur Seite mit asymmetrischer Ladung. Wie können wir eine symmetrische Zerstörung haben, den ganzen Weg runter hier, bei diesem Gebäude? Das macht keinen Sinn. Außer man schaut sich an, was wir uns gleich anschauen werden. Ein 1200 bis 1400 Fuß Durchmesser ist, wo der ganze Schutt gefunden wird. Es ist nicht in diesem Perimeter, diesem Umfang des Gebäudes, sondern außerhalb dieses Perimeters gefunden. Eine klassische Implosion bei Gebäude 7 und hier ein sehr explosives Ereignis. Die Zwillingstürme sind nicht sehr kontrolliert, es ist ein sehr unkontrolliertes, außer Kontrolle geratenes. Was ist mit Nummer 4? Der Auswurf dieser isolierten, explosiven Dinge, Dutzende davon, alle zur selben Zeit. Wir spielen das immer wieder und wieder. Was sorgt dafür, dass diese ganzen Auswürfe kommen, die dann, es heißt, dass dass es durch Kompression kommt. Diese finden 20, 40, ja sogar 60 Stockwerke tiefer statt, als das, was uns als progressiver Einsturz verkauft wird. Und man sagt uns, dass die Luft ist, die runtergedrückt wird von diesem Rammen. Und dann muss die Luft ja irgendwo hin. Aber das ist keine Luft, das ist pulverisierte Teil des Gebäudes. Bei diesem offenen Art der Planung für die Mieter in den Zwillingstürmen, indem man die Kernstützen um die Fahrstuhlschächte herum angeordnet hat und die anderen Stützen rundherum und das äußere Stahlskelett, das hat man ausgegliedert. So gewann man rund 20 Meter offenen Raum, um die Büros unterzubringen.
Dieses Rammen würde dafür sorgen, dass ein Druckausgleich stattfindet. Und dann vielleicht würden entweder alle Fenster rausgepustet werden oder keine. Aber nicht so einzelne hier und da Auswürfe in einer sehr geometrisch, in seinem sehr geometrischen Muster. Ich glaube das nicht. Wie schnell kommt dieses Gebäude runter? Das schauen wir uns mal an. Wir zählen und schauen uns das an. 6 Sekunden. 9 Sekunden. Und in einem Dutzend von Sekunden ist das komplette Gebäude unten am Boden. Das ist fast Freifallgeschwindigkeit, Beschleunigung. Wie kann das passieren? Durch eine Fassade, die fast aus Stahl nur besteht. Das sind 90.000 Tonnen Baustahl. Verschwunden, dass es einfach runtergehen kann. Was passiert mit diesem ganzen Stahl? 3 bis 5 Mal stabiler, als es je sein müsste, um die Türme aufrechtzuhalten. Nummer 6. Das totale Zerstören dieses strukturellen Stahls, dieses Baustahls. Die Richtlinien der Nationalen Feuerschutzvereinigung zur Untersuchung von Feuer und Sprengung sagt, sucht nach hochgeordneten Schäden, die durch die Zertrümmerung der Struktur sichtbar wird. Geröll, das über große Distanzen geschleudert wird. Das ist in dem Buch, bei dem NIST geholfen hat, es zu schreiben. NFPA 921. Ja, der Stahlrahmen, der war komplett zerstört. Außer diese zwei kleinen Dinge da unten am Boden, die dann berühmt geworden sind. Aber die Säulen sind in ganz kleine Teile aufgeteilt worden. Was ist mit dem Stahl, der eben nicht unten landet? Was passiert mit dem? 4 Tonnen schwere Baustahlsektionen, die werden zur Seite rausgeschleudert, bis zu 200 Metern weg. Was ist das? Was ist das? Das sind 45-Grad-Winkel aus den Auswürfen von diesen 4 Tonnen Stahl. Und dann übernimmt die Schwerkraft. Und dann geht es runter. Die Schwerkraft arbeitet nach unten. Das ist ein Kollaps-Zusammenhang mit Gravitation. Das ist genug Energie, um eine 200-Pfund-Kanonenkugel 3 Meilen herauszuschießen. Und da gibt es viele von diesen Sektionen, die überall ganz weit weg, 200 Meter entfernt landen. Dieselbe Energie, die kann verantwortlich sein für die Zerstörung von 110 Stockwerken in jedem dieser Wolkenkranze. Das ist ein Hektar jeweils. 10 bis 20 Zentimeter dicke Betondecken mit Wellstahlboden, die da drunter sind, wo die Betondecke draufgegossen wurde. Das ist nicht einfach nur irgendwo alles am Boden, das da schön zusammenliegt, wie bei einem gravitationellen Kollaps. Da sind nur 3 bis 4 Stockwerke, die da liegen. Alles mögliche Geröll, was da liegt, aber wo sind 110 Stockwerke? Das sind keine 50, keine 10. Da ist nicht mal einer, der einfach dort ist. Wo sind die? Und wo ist das Beton? Wo ist der Beton selbst? Uns fehlen 90.000 oder 100.000 Tonnen Beton in jedem der Gebäude. Es ist pulverisiert, mitten in der Luft. Bevor es dieses gravitationelle Potenzial ausbilden kann, ist es pulverisiert, mitten in der Luft. All die Fotos und Videos zeigen das. Pulverisiert in ganz kleine Partikel, wie feine Asche, die dann von Fluss zu Fluss verteilt wird.
10 Zentimeter dick. Was sagen die Experten darüber? Hier ist einer von vielen hundert. Die vorherrschende Meinung will, dass wir glauben, dass jeder von den Twin Towern unerklärlicherweise einfach in sich selbst zusammengestürzt ist. All die 287 massiven Säulen in jedem Stockwerk zusammenstürzen lassen, als ob dieses ganze Stahlkonstrukt nicht existieren würde. David Scott in Schottland, fast Freifallkollaps, verletzt alle Gesetze der Physik. Ronald Brookman sieht nicht aus wie ein durch Wärme ausgelöster Gravitationskollapsmechanismus. Warum ist der komplette Kollaps der Twin Tower unausweichlich geworden? Warum sind alle 110 Stockwerke in 10 Sekunden runtergefallen, haben alles pulverisiert? Alle drei Kollapse, Zusammenstürze sind uniform gewesen, aber in der Natur sind Kollapse, Zusammenstürze nicht einheitlich. Ed Muniak, Brandschutzingenieur, die Feuer waren schwach. Der NIST Report sagt, dass die Stahltemperatur niedrig war. Wir haben keinen Beweis für hohe Temperaturen im Stahl. Die sagen uns das nicht, aber nichts über 250 Grad Celsius. Da sind keine Ähnlichkeit zu irgendeinem vorherigen Hochhausbrand. Lasst uns das angucken, die Hitze, die dort produziert wurde bei der Zerstörung von den Zwillingstürmen. Möglicherweise ist das wichtigste unerklärliche Phänomen bei Ground Zero die extrem hohen Temperaturen, die nach dem Einsturz viele Wochen lang unter den Trümmern registriert wurden. Am 16. September schoss die NASA diese thermografischen Bilder von Ground Zero, die auf ungewöhnlich hohe Temperaturen am Fuß der drei eingestürzten Gebäude hinwiesen. Trotz der heftigen Regenfälle vom 14. September wurden Spitzentemperaturen der Brandherde von mehr als 750 Grad Celsius unter den Trümmern registriert. 10 Tage später brannten die Feuer immer noch. Wie ist es zu erklären, dass Rauch aus den Trümmern kommt? Es gibt immer noch Feuer unten. Es ist ein unglaublich tiefer Schutthaufen. Der Turm geht 5, 6 Stockwerke tief unter die Erde. In den letzten paar Minuten kamen ABC-Reporter und aus dem unteren Teil der Trade-Türme kommen immer noch Flammen. Für die Bergungskräfte wurde das zu einer zusätzlichen Herausforderung zu ihrer ohnehin grausamen Aufgabe. Unter den Trümmern sind es noch 1100 Grad Celsius. Die Stiefel der Jungs schmelzen innerhalb weniger Stunden. Am 8. Oktober blieben die Brandherde unter den drei eingestürzten Gebäuden deutlich sichtbar. 6 Wochen später, als die Ausgrabungen voranschritten, schien sich die Situation nur noch zu verschlimmern. Es ist unglaublich, jetzt 6 Wochen später und wir kommen näher, es wird immer heißer, es sind wohl um die 800 Grad. Wir haben ein paar kleine Fenster, was wir sahen, war ein horizontaler Punkt, wie ein Ofen sah es aus. Es ist einfach eine helle, leuchtend orange-rötliche Farbe. Die Folgen solch extremer Temperaturen waren auf dem aus den Trümmern gezogenen Stahl deutlich sichtbar. Sie zogen Sachen heraus, große Teile aus Eisen, die buchstäblich in Flammen standen. Es kam mit Luft in Berührung und ging in Flammen auf, was ziemlich gruselig anzusehen war. Es gab nur Feuer auf dem Boden. Wenn du Videos von Feuer machen könntest, die einfach mal hochschießen, das ist es, was wir haben. Wir schauten auf den Stahl und plötzlich kommt Feuer hoch. Feuer kommt bis ganz nach oben, auf unsere Stiefel. Sie leuchteten auf. Charlie Richards war ein Aufseher der Aufräumarbeiten am Ground Zero. Auf der Webseite von American Rebuild von PBS lesen wir, Richards' Crew nahm 1 bis 1,50 Meter lange Stahlstücke auf, die in einem Stapel lagen, wo die unteren ca. 7 Meter rotglühend glühten. Richards sagt, Lastwagenladungen mit Stahl wären vorbeigekommen, du konntest in 7 Meter Entfernung fühlen, wie dein Nacken brennt.
In einem Artikel mit dem Titel Dangerous Worksite, ein gefährlicher Arbeitsplatz, schrieb das amerikanische Arbeitsministerium, unterirdische Feuer brannten bei Temperaturen von 1100 Grad Celsius. Dies wurde von Bürgermeister Giuliani bestätigt. Es gab Brände von 1100 Grad unter der Erde. Die Zeitschrift American Society of Safety Engineers schrieb, Thermomessungen, die jeden Tag von einem Hubschrauber aus durchgeführt wurden, zeigten unterirdische Temperaturen zwischen 200 und 1500 Grad Celsius. 8 Wochen später und die Brände sind immer noch nicht abgeklungen. Sehen Sie, wie das Gebäude noch raucht? Da brennen die Feuer noch. 8 Wochen später brennen die Feuer immer noch. Irgendwann, glaube ich, haben wir über 1500 Grad. 11 Wochen später brannten die Feuer immer weiter. Noch Ende November waren es 600 Grad unter den Trümmern. Als der November in den Dezember überging, wurde am Morgen über dem Boden Eis entdeckt. Aber die Trümmer darunter schwelten immer noch. Das Seltsame war, es war sehr kalt, als wir dort oben waren. Es war mitten im Winter, aber der Boden war nicht gefroren. Der Boden war irgendwie wie brodelnd unter deinen Füßen, was mir irgendwie fremd war. Es dauerte bis zum 19. Dezember, mehr als 3 Monate nach den Einstürzen, bis das letzte unterirdische Feuer erloschen war. Wow, das ist heißer Stoff. In der Tat, wir reden über von 612 Grad Celsius. Das ist, was die NASA hier an der Oberfläche herausgefunden hat. Kein Feuer an der Oberfläche, da wo die Zwillingstürme zusammengebrochen sind. Wo kommt das her? Es kommt irgendwo von den Kellern und dann kühlt es ab, wenn es die Oberfläche erreicht, auf 612 Grad Celsius. Das sind Temperaturen, die größer sind als die größten Bürogebrände. Was geht da ab, wie Sie das hier sagen? Geschmolzenes Material, das tröpfelt darunter. Das sagen Zeugen. Roter, heißer Stahl, der kam von tief da raus, sagt David Scott. Es tropfte aus diesem geschmolzenen Stahl, sagt ein Feuerwehrmann. Ich sah wie Pools von diesem geschmolzenen Stahl, sagt der Präsident dieses Aufräumkommandos. Sind das nicht glaubwürdige Zeugen? Im Museum in New York, da ist dieses große Stück geschmolzene Beton. Ich wusste nicht mal, dass Beton schmelzen kann. Man hat Wolkenkratzer gebaut, weil man sagt, Beton kann nicht schmelzen. Das ist wie Lava, was da herum war. Das ist im Polizeimuseum, das kann man sich heute angucken gehen. Feuertemperaturen so heiß, dass der Beton geschmolzen ist wie Lava. Alles, was da im Weg war. Dieser ganze geschmolzene Stahl, ganz heiß, rot, geschmolzenes Metall, immer noch rot. Nach Wochen nach diesem Ereignis, im Herzen dieses Turmes. Du gehst darunter und siehst geschmolzener Stahl, geschmolzener flüssiger Stahl, der da runterläuft, wie in einem Brunnen oder wie bei einem Vulkan. Sind das glaubwürdige Zeugen? Warum wurden sie nicht in diesem Report erwähnt? Ist das wichtig? Ist das wichtige Information? Sollte das nicht auch beachtet werden? Warum wurde das ausgeschlossen? Heißes Metall, was darunter tropfte, geschmolzen. Ein Fluss von Stahl fließt. Das sagt der Statiker selbst, der Statiker des World Trade Centers. Es ist nicht so, dass man da irgendwie argumentieren könnte mit dieser Information. Da muss man mit fertig werden. Da muss man sich auseinandersetzen. Es tropft aus dem Südturm, Minuten bevor der dann zusammenstürzt. Das ist geschmolzener Stahl oder Eisen. Denn geschmolzenes Blei oder Kupfer oder so, das leuchtet nicht so. Stahl in diesem Schuttberg ist zum Teil sogar verdunstet. Bei ganz, ganz hohen Temperaturen, sagt der Autor des FEMA-Reports. Ist der denn glaubwürdig? Warum ist seine eigene Information, sein Zeugnis nicht in seinem eigenen Endreport drin?
Warum ist das rauseditiert worden? Die New York Times sagen das sehr, sehr vorsichtig. Und diese Temperaturen, die man braucht, damit Stahl verdampft, wie hoch sind die? 2000 Grad Celsius. Hier ist es, der Stahl verdunstet. Sagt hier jemand, der das studiert hat hier, dass ich sah das Schmelzen der Träger im World Trade Center. Der misst es. Er sagt, das passiert unten in diesem Berg. Weil der Stahl, die wurden Betonpulver, wurde das abgedeckt und es wurde immer heißer und heißer und heißer und es war kein Sauerstoff da. Kein Brennstoff, der dazukommt. Irgendwas muss doch da passiert sein. Feuer werden ja doch nicht heißer, wenn kein Sauerstoff dazukommt, keine Kohlenwasserstoffe. Das kann doch nicht heißer werden. Die Kapazität von diesen Kohlenwasserstoffen oder irgendwas, was brennbar ist. FEMA hat die eigene Analyse gemacht. Sie haben dort eine Untersuchung gemacht des Stahls. Sie haben das in einem Report auch festgehalten. Was fanden Sie heraus? Noch nie wurde das beobachtet, so eine Reaktion, dass intergranulares Schmelzen, Stahlträger wie Schweizer Käse geschmolzen. Wie kann Stahl aussehen wie Schweizer Käse in einem normalen Bürobrand? Das passiert nicht. All diese Beweise wurden aus dem Endreport herausgedrückt. Schnelle Oxidation, Schwefelung. Wo kommt der Schwefel her? Intergranulares Schmelzen, flüssiges Eisen. Wo kommt flüssiges Eisen? Das ist geschmolzenes Eisen. 1400 Grad Celsius. Heiße Korrosion, Rostattacke. Das ist alles dokumentiert. Die New York Times sagen, das ist das größte Geheimnis hier in der Untersuchung. Und es ist nicht einbezogen in dem NIST Report. Also die Feuer waren vielleicht, also 650 Grad Celsius heiß. NIST sagt, dass es 900 Grad Celsius waren. Aber sie haben keine Beweise, um das vorzuschlagen. Sie behaupten das einfach. Stahl schmilzt nicht unter ungefähr 1500 Grad Celsius. Was kann solche Temperaturen auslösen? Weil das Feuer solche Temperaturen erzeugen. Wir gucken mal einige Möglichkeiten an. Thermit. Also hey, das ist eine wissenschaftliche Methode. Man legt alle Möglichkeiten auf den Tisch und guckt sich das an, ohne dann das subjektiv zu betrachten. Das wollen wir tun. Also als erstes mal schauen wir uns Kerosin an. Gas, also aus den Flugzeugen. Das hat also dieses Kerosin hat bei 315 Grad Celsius ungefähr gebrannt. Also das ist also nicht das Kerosin aus den Flugzeugen, das jetzt diese Temperaturen erzeugt. Also was kann denn diese Temperaturen erzeugen? Wir wissen von der Farbe des geschmolzenen Materials, das ist die Physik des geschmolzenen Materials. Es braucht also hohe Temperaturen hier, das ist keine Frage. Das sind Fakten. Wir müssen nur damit fertig werden, welche Implikationen das hat. Wenn wir uns das angucken, was hat jetzt dieses Phänomen erzeugt? Was ist Thermit? Verwendung durch das Militär? Thermit ist eine Verbindung aus Eisenoxid und Aluminium, die bei Entzündung eine extreme Hitzereaktion auslöst und geschmolzenes Eisen erzeugt. In nur 2 Sekunden kann Thermit Temperaturen über 2500 Grad Fahrenheit erreichen, genug um Stahl zu verflüssigen. Wir wissen, dass Feuer unter freiem Himmel nicht heiß genug brennen können, um Stahl zu schmelzen. Aber Metall war am Boden der Türme geschmolzen. Anhang C des FEMA-Berichts beschreibt Schwefelrückstände im Stahl des World Trade Center. Die New York Times nannte dies das tiefste Geheimnis von allen.
Schwefel senkt den Schmelzpunkt von Eisen leicht und Eisenoxid und Eisensulfid hatten sich auf der Oberfläche des Baustahls gebildet. Schwefel, der mit Thermit verwendet wird, wird Thermat genannt, was zu noch schnelleren Ergebnissen führt. Okay, vielleicht verstehen wir jetzt, was hier passiert. Weil wenn Thermit benutzt würde, dann könnte das erklären, diese unglaublichen Temperaturen, 2000 Grad Celsius, das könnte das erklären, dieses geschmolzene Eisen, das ist das Beiprodukt, das Nebenprodukt von Thermit. Es könnte auch den Schwefel erklären, der Schwefel, der dann kommt, damit da Thermit raus wird, der dann durch Stahl schneiden kann. Das ist ein Beweis. Ist da irgendein Beweis, dass dieses Material gefunden wurde oder dass es benutzt wurde? Der NFPA 921, die Richtlinien zur Untersuchung von Feuer und Sprengung, sagt, guckt nach Thermit oder anderen pyrotechnischen Dingen, wenn wir Phänomene wie diese hier entdecken. Und NIST sagt, wir haben keine Beweise für solche Sachen gefunden. Und dann haben wir später gefragt, habt ihr denn geguckt? Und sie schreiben, nach einem Jahr, NIST hat es nicht getestet, ob dort irgendwelche Sprengstoffe verwendet wurden. Du kannst ja auch nichts finden, wenn du nicht danach suchst. Aber andere haben danach geguckt. Ein Physiker, Herr Jones, hat danach geguckt. Ein Nuklearphysiker. Er sagt, wenn Thermit benutzt würde, dann würde man ein charakteristisches Brennmuster erwarten. Weiß, gelb, heißes, flüssiges Metall, so wie dieses hier. Und was man auch erwarten würde, ist eine weiße Wolke mit Aluminiumoxidasche, wie diese hier. Und auch wie diese hier. Diese frei fliegenden Stahlsektionen, weißen Dampf-Rauchwolken. Das kann man nicht einfach, man kann nicht einfach ein Streichholz anzünden oder irgendwie Kerosin nehmen an die Stahlträger und dann zünden die einfach sich an. Das funktioniert nicht. Irgendwas anderes ist hier am passieren. Eine thermetische Reaktion, Resultat davon? Man sieht hier am Ende eine Schlacke, die da runterhängt. Und er macht hier so Röntgenuntersuchungen und findet was? Eisen, Mangan, Schwefel, Aluminium, die ganzen Inhaltsstoffe von Thermit. An der Schlacke am Ende von diesen Trägern, wie diese Skulpturen, die jetzt überall auf der Welt sind. Die Eisenarbeiter, die benutzen besondere Schweißbrenner, die sehr sauber abschneiden am Ende der Säule. Aber das hier ist etwas anderes, was hier passiert. Diese komischen Enden mit Aluminium dort am Ende, die zeigen, dass da eine nicht abgeschlossene chemische Reaktion stattgefunden hat. Denn am Ende sollte es mit Oxidgas weggehen. Aber es ist am Ende dort, es bleibt dort. Ja, es ist also viel Beweis dafür. Wir müssen herausfinden, was mit dem Rest passiert ist. Dieser dicke Schlacke, die da runtergeht, von diesen 45 Grad Schnitten, die wir haben, die es auch bei solchen gezielten Sprengungen gibt, weil man nicht möchte, dass die einfach in sich zusammenstürzen. Man will, dass die zur Seite wegfallen. Das sieht man hier auch, vielleicht auch hier. Das ist, bevor die Eisenarbeiter zu diesem Ort kommen, das alles schneiden. Das ist noch während der Rettungseinsätze. Du kannst im Hinterhof Thermitladungen bauen, wie John Cole, mit denen du Formschnitte machen kannst. Das war ein Ingenieur. Was hat er herausgefunden? Er findet heraus, dass es geht. Du kannst damit die Enden von diesen Trägern abschneiden. Und es gab auch schon patentierte Geräte vor 9/11, die sehr effektiv waren. Damit machen Thermitmaterial darauf zu projizieren. Und in Hundertsteln von Millisekunden hat man das geschmolzen, den Stahl. Es gibt sogar Geräte, wo die Hülle auch aus konsolidiertem Thermit sind, sodass es gar nichts übrig bleibt, außer einfach nur geschmolzenes Eisen. So wie wir das hier hatten. Was wurde noch gefunden im Staub des World Trade Centers?
pulverisierte Beton. Die Nationale Geologische Untersuchung hat in ihrer toxologischen Analyse Milliarden von so ganz kleinen, komischen Kügelchen gefunden, die elementares Eisen sind, die vorher mal geschmolzene Eisenkügelchen waren. Milliarden davon. Dies wurde sehr gut dokumentiert. Das ist Eisen, nicht Stahl. Stahl hat andere Legierung. Das ist das Nebenprodukt von elementarem Eisen. Geschmolzen. Wenn versprühte Flüssigkeit geformt in kleine Kügelchen wegen der Oberflächenspannung. Und das ist, wie man diese ganzen Kügelchen kriegt, wie unter diesen Druckbedingungen, wie bei einer Explosion. Das ist bis zu 6% des Staubes vom World Trade Center. Hier ist, wie Thermit arbeitet. Wenn man das in halber Geschwindigkeit abspielt, sieht man tausende von kleinen Funken. Das sind flüssige, geschmolzene Eisenteile und die kühlen herunter in diese kleinen Kügelchen. Das könnte für das Toasten von den Autodächern verantwortlich sein, überall um das dieses geschmolzene Eisen, was darunter kommt, diese kleinen. Okay, wir kommen hier irgendwo hin. Was wurde noch gefunden im World Trade Center Staub? Ein Team von Wissenschaftlern, angeleitet von Niels Harald und Steve Jones und anderen, die sammeln diese kleinen Proben von diesen kleinen Plättchen, ganz klein, von zum Beispiel vom Apartment von Jeanette McKinley gegenüber. Ihre Fenster wurden eingeblasen und sie hatte ganz viel von dem in ihrem Haus. Sie ist eine Künstlerin. Und sie hat die gesammelt und sie hat damit mit ihrem Leben bezahlt. Sie ist dann an einem Gehirntumor einige Jahre, 5, 6, 7 Jahre später gestorben. Aber diese kleinen Staubplättchen, die zeigen dasselbe wie bei all den anderen. Das sind wie so kleine Plättchen, wie so kleine Farbe. Aber sie lassen sich von einem Magnet anziehen. Das ist wirklich interessant. Also, da haben sie 50 Mal draufgezoomt, reingezoomt. Und was haben sie dort gefunden? Aluminium, Kohlenstoff, Silizium. Das sind alles Sachen, die im Thermit sind. Was macht Thermit in all diesen kleinen Proben, die repräsentativ sind für den Rest dieser ganzen Proben? Was finden sie? Das ist Eisenoxidkristalle, ganz kleine Nanopartikelchen, ganz, ganz, ganz kleiner, tausendmal kleiner als ein Haar im Durchmesser, ein menschliches Haar. Aluminiumplättchen, ganz, ganz kleine. Das ist wirklich ausgeklügeltes Material. Das ist organisches Material ist, was sie in TNT benutzen oder in C4-Sprengstoff, um sich ganz schnell auszubreiten, um diese Schlagkraft zu erhalten der Explosion. Also, das sieht aus wie ein Sprengstoff, ein Brennstoff, der optimiert wurde, um sehr explosiv zu sein im Hinblick auf eine schnelle Reaktion. Und man hat es in einen Heizer getan und Die Literatur, die von Forschung schon vor 9/11 herausgegeben wurde, da hat man diese kleinen Plättchen, die sich entzünden bei ungefähr 420 Grad Celsius. Das ist genau das, was hier passiert hat. Das ist Superthermit, wird das genannt. Das ist kein Geheimnis, aber man kann es auch nicht auf eBay kaufen. Das ist sehr ausgeklügeltes Material. Und wenn es verbrennt, dann produziert es was? Diese kleinen Eisenkügelchen, die auch dieselbe chemische Unterschrift tragen wie die auch in anderen toxikologischen Studien gefunden wurden, dort in ihren ganzen Untersuchungen. Man sieht, das ist ein in sich
Geschlossenes, Schlüssiges, das sind Daten, die man immer wieder holen kann, die man auch sehr effektiv vor Gericht benutzen könnte, wenn man die Verdächtigen dort vor Gericht zieht. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind technische und Gebäudespezialisten, aber wir erwarten, dass andere ihren Job tun. Und hier sind die Beweise, die sie benutzen können, als ob wir nicht wüssten, wo diese kleinen Kügelchen herkommen. Man hat sie gefunden, die zu diesen teilweise entzündeten Sachen dort um das World Trade Center in dem Staub gefunden wurden. Wenn man diese kleine Größe dieser Plättchen sieht, diese kleinen Nanopartikel, so klein, diese Oberfläche, die vergrößert sich exponentiell, dann wird sie noch explosiver. Das ist wirklich etwas, was hier von Ingenieuren entwickelt wurde, was sehr, sehr einzigartig ist. Das ist ganz sicher nicht in einer Höhle in Afghanistan produziert worden. Wenn man sich das anguckt, das ist wahrscheinlich nicht so schwierig herauszufinden, wer solche Sachen machen kann. SAIC, das können nur die Spitzenlaboratorien für das US-Militär. Das sind die, die sowas machen. Eine 25-seitige, anerkannte und geprüfte Publikation sagt aus, dass diese rote Schicht in diesen nanostrukturierten Plättchen nicht reagiertes Thermit sind und da hochenergetisch, sehr explosiv oder beides. Das Team weiß nicht, wie das genau funktioniert und wie das detoniert, wie effektiv das ist. Das sind ganz viele Fragen, die sollte in jedem Fall nicht gefunden sein. In dem Staub des World Trade Center Dusts, in Hunderten von Tausend Tonnen, die zurzeit unter ganz viel Beton begraben sind, in einem verfülltes Material in New York, außerhalb von New York. Das ist da. Es gab wirklich einen riesen Aufwand, um von diesem Beweismaterial, das loszuwerden. Das ist das größte und komplexeste baustrukturelle Versagen. Und der Stahl, der wurde 2 Wochen danach, bevor überhaupt die Untersuchung begann, wurde das nach China ausgeschifft, der Stahl. 400 Truckladungen am Tag, das ist die illegale Vernichtung von Beweisen eines Verbrechens. Das ist ein Riesenverbrechen, das Verbrechen des Jahrhunderts, 9/11. Der Herausgeber dieses Fire Engineering Magazines, der stellt viele Fragen und sagt, es ist eine unglaubliche Ignoranz dieser Offiziellen hier, die keine wirkliche Untersuchung wollen. Dieses Herausschiffen von Beweisen, das muss aufhören. Jetzt. Wir haben hier die 10 charakteristischen Merkmale von solchen Sprengungen, von gezielten Sprengungen gesehen. Thermit, Nanothermit, nicht so ganz normales, was bei normalen kontrollierten Sprengungen verwendet wird. Die möchten nicht in so einer kontrollierten Sprengung, dass man einen lauten Bang hat, einen lauten Knall und die großen Blitze mit so einer Hochenergie-Explosion wie C4 oder Dynamit. Die wollen etwas mit einem niedrigeren Profil. Und deswegen kommen sie mit diesem ganzen Material, was sie irgendwie verstecken müssen. Sie haben das wirklich gut gemacht, das zu verstecken. 90% oder 80-90% der Öffentlichkeit und die ganzen Medien, die haben das nicht gemerkt. Aber vor ihnen haben sie es nicht versteckt, oder? Das sind direkte Beweise einer kontrollierten Sprengung. Was wir uns heute angeguckt haben, Feuer. Kann keins dieser Merkmale einfach erfüllen. Das ist, warum wir 2900 Architekte und Ingenieure haben, die sagen, wir fordern eine neue Untersuchung. Viele, viele Dutzende von Volontären. Wir brauchen viele, um solche Projekte zu machen, die schreiben, Fundraising, Grafik, Präsentationen, Verifikation von Übersetzungen und sowas. Wie ins Deutsche. Wollen Sie nicht mehr deutsche Übersetzungen haben? Ja,
Das würde helfen. Also wir fragen Sie, Ihre Politiker anzuschreiben, die Medien, Architekten, Ingenieure. Senden Sie denen unsere DVDs zu Architekten bei Ihnen um die Ecke. Das können Sie machen. Sie müssen nicht hier stehen und ich sein. Benutzen Sie doch das Material, das wir hier machen, das wir hier für Sie erstellt haben. Benutzen Sie doch die Architects und Engineers, benutzen Sie uns, unsere Informationen hier. Gabriela, kannst du mal hochhalten, unser Buch? Das ist in Deutsch, das ist auf Deutsch. Keine Entschuldigung. Ich kann das nicht lesen, aber Sie können das lesen. Das ist hier. Wie viele Schweizer Franken kostet? 5. Ja, das ist wirklich ein Angebot. Also, das ist ein großartiges Angebot. 5 Schweizer Franken. Nur $5. Das ist der halbe Preis. Ich kaufe mir auch eins. Ich lese nicht mehr Deutsch. Aber wir haben ein großartiges, vertrauen Sie mir nicht, ich habe das gemacht, ich bin da nicht objektiv. Aber ich finde, es ist eine großartige Dokumentation. Wir haben hier 40 wirklich absolut Architekten, Chemiker, Physiker, Experten für kontrollierte Sprengungen und dergleichen haben wir befragt. Und es gibt es auch auf Deutsch. Die sprechen hier alle. Auch auf dem im Web ist es auch auf Deutsch. Aber hier haben wir es auch hier heute. Es ist genannt 9-11 Sprengstoffbeweise. Experten sprechen darüber. Das gibt es eben auch international auf dieser DVD. Schauen Sie sich das an. Ich will nicht in Verschwörungstheorien verwickelt sein, weißt du. Es gibt viele davon. Sie können das tun. Wir können weitermachen, darüber immer wieder spekulieren. Aber was wir wirklich wissen müssen, ist, wie diese Gebäude gefallen sind. Das WTC-7-Gebäude stürzte aufgrund von Bränden ein, die durch Büroeinrichtungen verursacht wurden. Es ist nicht durch Sprengstoff oder durch Brennstofffeuer zusammengebrochen. Die wissenschaftliche Integrität zu unterminieren. Das ist, was NIST getan hat. Entscheidende Beweise geleugnet und ignoriert. Das amerikanische Volk braucht unbedingt die Wahrheit vom 11. September. Mehr als 1500 Architekten und Ingenieure und 12.000 andere, darunter viele Wissenschaftler, haben die Petition zur wissenschaftlichen Untersuchung der Zerstörung der Zwillingstürme und des World Trade Center Gebäudes Nummer 7 unterzeichnet. Der Bericht des National Institutes of Standards and Technology, genannt NIST, ist nicht gültige Wissenschaft. Sie sprechen vom Einsturz einer einzigen Säule, was zum völligen Zusammenbruch des gesamten Gebäudes führte. Gebäude Nummer 7 fiel die ersten 100 Fuß im freien Fall, was bedeutet, dass keinerlei Widerstand bestand. So mussten wirklich alle Säulen gleichzeitig durchtrennt werden. Die Symmetrie ist ein entscheidender Beweis. Das NIST hat zugegeben, dass 8 Stockwerke im freien Fall herabgestürzt sind. Sie müssen kein Ingenieur oder Architekt sein, um zu sehen, was mit diesen Gebäuden passiert ist. Dies ist eine kontrollierte Sprengung? Sicher? Absolut. Was ich sah, es war eine klassische Implosion. Das Zentrum des Kerns, der Penthouse-Bereich, begann sich zuerst zu bewegen und dann folgt das Gebäude mit ihm zusammen. NIST schloss die Dokumente aus dem Anhang C der FEMA aus, die den Nachweis des Schmelzens von Stahl dokumentierten. In einem Bürobrand kann nicht genug Hitze erzeugt werden, um Stahl zu schmelzen. In allen Staubpartikeln waren diese Eisenmikrokügelchen vorhanden. Sie müssen bei extrem hohen Temperaturen entstanden sein. Alle Eigenschaften der Mikrokügelchen, die ich beim Anschlag auf die Gebäude sehe, sagen mir tatsächlich, dass es sich um Thermit handelt. Im Staub haben wir eine moderne Version von Thermit gefunden, die wir Nanothermit nannten. NIST räumt ein, dass sie keine Beweise für Sprengstoff gefunden haben. Also haben wir sie gefragt, gut, habt ihr nachgeschaut? Und sie sagt, nein, wir haben nicht nach Sprengstoffen oder Sprengstoffrückständen gesucht. Und tatsächlich sind die Beweise überwältigend, dass diese Kristalle
aus hohen Temperaturen entstanden sind. Wir haben beobachtet, dass die wissenschaftliche Integrität untergraben wurde, die wissenschaftliche Forschung politisiert wurde, im Bemühen darum, ganz unabhängig bestimmte ideologische Ereignisse voranzutreiben. Wenn dies ein Verbrechen ist, ich kann Ihnen viele Gründe für Verbrechen nennen, Beweise wurden vom Tatort entfernt. Sie können keine Wissenschaft betreiben, wenn Ihnen die Beweise geraubt wurden und die Hypothese, das am wenigsten gültige ist, anstelle des am wahrscheinlichsten. Die wahrscheinliche Hypothese im Fall des Gebäude 7 wurde nicht einmal erwähnt. Dies ist nicht Wissenschaft. Ja, es gibt's auf Deutsch. Auf YouTube. Einfach nur eingeben, explosive Beweise, Experten sagen aus. Auch auf Deutsch, 9-11, Blaupause für die Wahrheit. Das gibt's in 18 Sprachen, also fühlen sich nicht besonders, dass es auf Deutsch gibt. Das gibt's in ganz vielen Sprachen. 15 Minuten, einfach nur über Gebäude 7, weil die Architekten, die fühlen sich da ein bisschen sicherer, wenn man nicht genau über die Zwillingstürme spricht. Denn dieses Thema ist Sprengstoff, wenn Sie dieses Wortspiel verzeihen. Also treten Sie uns bei. Wir brauchen Sie an Bord. Wir brauchen Sie, dass Sie uns helfen, dass wir unseren Job tun können. Also bitte kommen Sie an Bord. Es gibt Tausende von uns und wir brauchen ganz viele, damit wir weitermachen können. Wir haben so viel zu tun. Was wir tun, ist sehr, sehr wichtig. Wir dürfen nicht versagen, das, was wir tun, denn diese Beweise, die zeigen, dass es irgendwie ein Inside-Job war, eine Sache, wo Insider sind. Wir wissen nicht genau, wie hoch diese Dinge gehen, in welche Ebenen, aber es macht Angst zu sehen, dass sie, wer auch immer sie sind, dass sie Kontrolle haben über unsere Gesellschaft, über unsere Medien, über unsere Vertreter in der Regierung. Wenn es so schlimm ist, dann dürfen wir nicht versagen. Wir müssen Erfolg haben. Wir müssen diese Informationen rauskriegen. Wir müssen das publizieren. Wir müssen die Abgeordneten zwingen, dass sie ihren Job machen, dass sie wirklich eine Untersuchung in jedem Land, das muss überall kommen, wo Menschen gestorben sind auch. Auch die Schweiz hat Menschen verloren. Wir brauchen eine Untersuchung. Wir können das nicht ohne sie tun. Wer hilft uns? Machen Sie Ihren kleinen Teil oder machen Sie Ihren großen Teil. Danke so, so sehr. Ich freue mich sehr. Ich danke Ihnen. Das endet meine Kommentare und ich hoffe, dass Sie einige Fragen haben. Das ist das Ende meines Vortrags. Danke. 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 Wow.